und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Outlast 2. Ja, die Stimmung bei mir könnte vielleicht ein bisschen gedrückt sein. Ich habe gerade versucht, ein ganz besonderes Video aufzunehmen. Wobei ich denke, dass es wahrscheinlich eher nicht auf den Kanal landen wird, weil ich ein feiger Hund bin und über solche Dinge wie die ich im Video angesprochen habe, eigentlich nicht reden möchte. Also vermute ich einfach mal, es wird nicht kommen. Wie schön, dass wir in Outlast darüber reden. Outlast ist das beste Spiel, über so etwas zu reden. Dient reicht derzeit nicht aus, um das Spiel zu übertragen. Ja, ist mir ja eigentlich wurscht. Ich benutze es ja nur, dass die Facecam angezeigt wird. What have you done to Lynn? Where is she? What the fuck? We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. I want to see your true face. Your seed will burn this world. But where's Lynn? Welcome her, infant lord. Naked, hiding nothing. I live in this mouse. Crazy motherfucker! I show my true face. Show me your true face. Oh, du bist wirklich wunderschön. Ja geil, mit einer 100er Prezi. Also, tschüss. Ich vermute mal, Lynn ist einfach tot. Ist besser, wenn wir einfach einen Abflug machen. Falsch. Hey! Haben wir aber nochmal Glück gehabt. Alter, ist das jetzt eine Frau oder ein Typ? Also, ich dachte eigentlich, das ist ein Typ die ganze Zeit. Ich weiß dazu gehen, das ist so geil. Frei, Motherfucker. Okay, wo ist er? Okay, gut, Drecksack. Ich will hier einfach nur durch. Ich guck mich hier nicht um. Leck mich. Nee. Bin ich in der Stimmung für sowas? Ja, klar, da werde ich jetzt drüber treten, auf jeden Fall. Okay. Ging das nochmal? Ach ja. Okay, er scheint eher da hinten zu sein. Okay, hier können wir nicht durch. Oh, jetzt sagt bloß, dieser Raum war falsch. Ah, Moment. Vielleicht absperren, vielleicht können wir das auch noch da hinten. Ja, genau, das können wir da hinschieben. Aber hier ist nichts. Was hat mir das jetzt gebracht?
Das hat mir jetzt gar nichts gebracht, oder wie? Ja, es hat mir jetzt nichts gebracht, oder wie? Ist es das, was ihr sagen wollt? Ist auf jeden Fall da draußen im Wasser anscheinend. Ich glaube, der kommt näher, oder? Ist er rechts von uns, oder wie? Kann ich da wirklich nicht durch? Muss ich mich gerade eben erstmal wieder einfinden. Okay, da können wir wirklich nicht drüber. Na gut, dann würde ich sagen, wir laden nach. Wir müssen da jetzt raus. Es wäre wahrscheinlich nur gewesen, um ihn noch länger aufzuhalten. Ich verstehe halt nicht, warum man das machen sollte. Wenn man so oder so hier absperren kann. Okay. Moment, da war der Weg ja komplett falsch. Ich muss hier gar nicht hin, wie es aussieht. Ja, toll, jetzt dürfen wir wieder zurück ins Wasser. Hat er nicht gesehen. Scheiße. Lass mich in Ruhe, Motherfucker. Motherfucker. Okay, Moment, der rennt ja mit einer Fackel rum, glaube ich, ne? Moment, ich gehe jetzt mal nochmal kurz zurück, weil das muss ja eigentlich der richtige Weg sein. Das kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein, dass hier einfach nichts ist. Moment, wo ist der denn? Nirgendwo in der Nähe, wie es sich anhört. Nee, der ist nicht in der Nähe. Der war doch gerade, oder? Ja. Hört sich schon so ziemlich so an, als wäre er hier irgendwo. Und ich muss mich erst gewöhnen, dass das Mikrofon jetzt hier rechts ist und nicht mehr links. Ich glaube, er ist im Raum, oder? Er ist auf jeden Fall da. Ich sehe dieses Leuchten da Wand. Ich gehe da nicht raus, das könnt ihr vergessen. Im Leben nicht, nee. Dann nehme ich mir jetzt erstmal hier einen Schluck Nervennahrung. Voll die Nervennahrung. Ich trau mich nicht raus. Was soll ich machen? Kann man auch langsam verlassen? Ich weiß gerade gar nicht. Okay, er klettert da lang.
fuck, er ist genau vor uns. Guck nicht hier rein. Guck nicht hier rein. Okay, ich will nämlich testen, ob der vielleicht den Boden kaputt macht. Macht er nicht. Okay, dann ist der Raum wohl wirklich sinnlos. Wo, vielleicht muss ich ihn ja dazu bringen, den Schrank auch umzuwerfen. Ah ne, es geht nicht, weil die Tür jetzt da schon ist, ne? Okay, Hypothese komplett falsch. Aber ich versteh's grad nicht. Wo hätte ich denn sonst hin müssen? Oh nein, da ist er ja schon wieder. Bitte guck hier nicht rein. Guck einfach nicht hier rein. Ich würde es wirklich gut heißen, wenn du hier nicht reingucken würdest. Bitte, bitte guck hier nicht rein. Okay, er ist wieder im Wasser, glaube ich. Ach so, wir müssen... Oh, bitte kommt der jetzt nicht hierher. Bleib weg. Du bist auftauchen. Er ist auf jeden Fall irgendwo da hinten. Okay, hört sich so an, als wäre er ganz in den... Nee. Okay, wir müssen warten, bis er da nochmal durchgeht und dann können wir vielleicht rausrennen. Ich hoffe es zumindest. Also ich werde da jetzt nicht durchrennen. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Echt nicht. Aber er schleimt sich anscheinend voran. Deswegen hat es immer ewig gedauert, bis er zurückgekommen ist. Weil er den ganzen Dungeon hier abläuft. Okay, er ist auf jeden Fall da hinten rechts. Ah, da kommt er. Bitte geht hier nicht hier rein. Okay, das Licht wird dunkler. Kann jetzt weg hier. Ich hoffe, wir müssen auch nach hier links. Ah ja, genau, hier müssen wir ja durch. Oh, nice. Ja, wir haben es geschafft. Renn, 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 renn. What the fuck, was ist denn jetzt?
Tschüss, Biatsch. Ja, guckst du blöd, ne? Du siehst mich zwar nicht, aber egal. Nice. Ich hoffe, das stört nicht. Ich werde nämlich gerade fett vom rechts angeblendet von der Sonne. Fällt mir gerade mal so auf, weil ich sehe ja die Kamera. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist, aber ich mach's einfach. What did you do to her? You can't keep a secret from yourself. Was ist denn jetzt passiert? Habe ich angehalten? Moment, probieren wir es mal nochmal. Okay. Waren wir hier nicht schon? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob wir hier waren. Okay, hier ist kaputt, der Tunnel. Okay, okay, haben wir das Spiel jetzt gebrokt? Weil ab hier geht's ja nicht mal weiter. Passiert nichts mehr, ne? Vielleicht nochmal den Knopf drücken? Versuchen wir mal. Nope. Da passiert gar nichts. Okay, der Wagen muss da durchkrachen, das ist klar. Jetzt gucken wir mal erstmal, was auf der anderen Seite gewesen wäre. Wir sind ja hier durch, weil wir dachten, wir finden hier einen. Ah, es ist nur Draht, es hat irgendwie ausgesehen wie die Frau, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob ich hier sein will, wo das Wasser ist. Okay, hier kann man. Warum kann man sich hier verstecken? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, dass die Möglichkeit des Versteckens hier in Betracht gezogen werden kann. Okay, wir müssen den Wagen irgendwie zurückbekommen. Aber den können wir ja nur. Von hier können wir ihn gar nicht anschieben. Ist doch kacke. Ach, wir können ihn auch einfach zurückziehen. Ein normaler Mensch wäre natürlich sofort auf diese Lösung gekommen. Aber ich bin halt nicht so geil. Jetzt müsste es. Moment. An den Schienen verändert sich überhaupt nichts. Müsste sich diese Schiene jetzt nach vorne. Ach, egal. Versuchen wir es einfach mal nochmal. Keine Ahnung, was mein Fehler hier gerade ist. Vielleicht gibt es auch mehrere von diesen Weichen, glaube ich, nennt man die. So, mal schauen. Ah. Motherfucker. Alter. Leck mich doch. Ach. Oh. Die Kamera ist jetzt total verpixelt, weil es zu dunkel hier im Raum ist, wie es aussieht. Sieht aus, als müsste ich das jetzt erstmal regeln, bevor ich weitermache. Und die Windeln sollte ich vielleicht auch erstmal wechseln. Dann hoffe ich, ich habe diese. Ja, warum frage ich überhaupt? Das hat natürlich überhaupt kein Schwein gefallen, aber trotzdem, bis zum nächsten Video. Tschüssikowski.